Unser nächster Speaker ist Markus Seifert, macht beruflich was mit IT, hobbymäßig was mit Strom und hat sich mit Solarinselanlagen beschäftigt. Und er wird uns jetzt erzählen, wie man sowas macht, worauf man achten muss und wie man sich nicht selbst verletzt. Deswegen ein herzlich willkommen und Applaus. Danke, danke. Ich bin Markus, ich habe keine einschlägige Berufserfahrung, was Strom angeht. Ich beschäftige mich einfach privat damit. Habe eine Solarinsel in meinem Gartenhaus gemacht und wollte euch einfach darüber berichten, warum mache ich das, was brauche ich dazu, was kaufe ich, wie wähle ich das aus und was muss ich beachten bei der Umsetzung. Warum will ich das? Wir haben ein Gartengrundstück, das nicht erschlossen ist. Kein elektrischer Strom, kein Wasser, kein gar nichts. Es gibt eine bestehende Solaranlage oder gab, inzwischen ist sie erneuert. Diese Solaranlage war mehr als 30 Jahre alt, hat gute Dienste geleistet, ist aber gnadenlos veraltet. Wofür brauche ich Strom in dem Gartengrundstück? Beleuchtung für lange Abende, wenn man dort ist. Wi-Fi für Kamera und ähnliches, weil das Gartengrundstück sehr abgeschieden ist, wäre eine Kameraüberwachung nicht schlecht. Um die Kinder in den Garten zu bringen und um auch im Garten mal arbeiten zu können, entsprechend WLAN wäre nicht schlecht. Und hin und wieder möchte man dort auch Elektrowerkzeuge nutzen, um zum Beispiel die Bank abzuschleifen oder ähnliches. Die alte Solaranlage sah entsprechend abgenudelt aus. Das Panel hier hat sehr viele blinde Stellen, hat keine Leistung mehr. Und auch die Elektrik war sehr angejahrt. Angejahrt. Sah nicht mehr so gut aus. Um die neue Anlage zu planen, brauchen wir ein bisschen Physik und Mathe. Eigentlich nur eine Formel, die wir dann entsprechend umstellen. Es geht hauptsächlich um die elektrische Leistung, um die Spannung und um den Strom. Die Spannung in Volt gemessen und der Strom in Ampere gemessen, miteinander mal genommen, gibt die Leistung. Eine dieser drei Angaben gibt es auf jedem Gerät, das ich anschließen will, gibt es auf jedem Gerät, das ich irgendwo für den Stromspeicher benutzen will, gibt es auf dem Panel. Wie kann ich aus zwei Angaben das dritte errechnen, indem ich die Formel entsprechend umstelle, je nachdem, was ich suche, P die Leistung, U die Spannung oder I die, den Strom. Zum Beispiel steht auf der LED-Birne drauf 6 Watt mit der Leistung, 12 Volt. Wie viel Strom läuft dann durch? Wie dick muss das Kabel sein, damit es funktioniert? Kann ich mir dann ausrechnen. Da kommt dann in dem Beispiel ein halbes Ampere raus. Das sind so die mathematischen Grundlagen, die man so braucht, diese Formeln. Warum will ich das? Ist somit geklärt. Strom ist immer gut zu haben, WLAN ist noch besser zu haben. Der Grundaufbau von so einer Solarinsel ist, es gibt keine Verbindung zum Stromnetz. Wir haben kein Stromnetz, deswegen ist es eine Insel. Die Inselanlage funktioniert für sich selber. Sie hat als Herzstück den Laderegler. Der Laderegler steuert, wie viel Strom geht in den Akku rein, wie viel Strom nehme ich raus, wie viel Strom geht in den Verbraucher rein, holt den Strom vom Solarpanel und speichert ihn, wie gesagt, in den Akku mit rein, macht auch Akkupflege, dass man nicht tief entlädt, nicht zu hoch lädt und ähnliches. Ich kann Verbraucher auch direkt an den Akku anschließen, muss dann aber darauf achten, dass die einen eigenen Tiefentladeschutz haben, weil dann nicht der Laderegler dann dazwischen ist, der den Akku beschützen kann. Um einen Laderegler dann auszuwählen, gibt es verschiedene Kennwerte, die man da nutzen kann. Welche Technologien nutzt er? Die Pulsweitenmodulation oder die Multi-Powerpoint-Tracking, die MPPT-Technologie. PWM ist relativ alt. MPPT ist eine neuere Technik. Details kommen noch. Welche Systemspannung möchte ich haben? Sprich, meine Verbraucher, die ich in meiner Gartenhütte habe, mit welcher Spannung sollen die arbeiten? Das Üblichste sind hier die 12 Volt. Weil einerseits die Akkus 12 Volt liefern, weil es andererseits sehr viel Zubehör an Verbrauchern gibt auf die 12 Volt, gerade aus dem Kfz-Bereich. Um den Laderegler auszuwählen, muss ich wissen, wie viel Strom und wie viel Spannung kommen vom Panel und
wie viel Strom entnehmen die Verbraucher, die über den Laderegler gehen. PWM, MPPT. Die MPPT-Technik ist viel effizienter als die ältere PWM-Technik. Die MPPT-Technik hat fast immer oder immer eine Datenschnittstelle, weil sie Mikrocontroller gesteuert ist. Das heißt, ich kann da Werte auslesen, wie viel Spannung, Strom kommen gerade vom Panel, wie viel Watt speichere ich gerade in die Batterie rein, wie viel entnehme ich, wie gut geladen ist die Batterie und so weiter und so fort. Diese ganze fancy Technik ist ein bisschen teurer als die PWM-Technik. Die Effizienz kommt daher, die PWM-Technik nutzt vereinfacht gesagt nur den Strom, der vom Panel kommt. Die MPPT nutzt die Leistung. Leistung ist Strom mal Spannung. Das heißt, PWM, wenn da von dem Panel zu viel Spannung kommt, wird es im Prinzip nur abgeschnitten und der Rest wird einfach in Wärme umgewandelt und geht verloren für mich als elektrische Energie. Der MPPT wandelt die ganze Leistung um und speist die Batterie damit. Wie das genau funktioniert, Magic, Wikipedia weiß da mehr. Was ich feststellen musste, gerade bei üblichen Amazon-Anbietern, wird sehr häufig sehr billige Regler angeboten, mit MPPT betitelt, haben aber keine MPPT-Technik, sondern sind PWM-Technik. Muss man wirklich genau hingucken. Unterscheiden kann man sie so, links sehen wir den MPPT-Regler, er hat Tasten, er hat ein Display, ist entsprechend auch für Nicht-ITler bedienbar. Rechts sehen wir den PWM-Regler, sehr viel einfacher gebaut, hat zwar auch ein Display, aber ich kann nirgends irgendwie Einfluss drauf nehmen oder ähnliches. Wir sehen, bei beiden gibt es entsprechend Anschlüsse, Panel Plus und Minus, Batterie Plus und Minus und Verbraucher Plus und Minus und dasselbe haben wir hier, 6 Anschlüsse jeweils. Das sind die 3 Richtungen mal 2 Kabel, die in jede Richtung gehen. Die Systemspannung, üblich und gängig sind die 12 Volt. Als Stromspeicher bietet sich an die Bleiakkus, die man aus dem Auto kennt oder aus dem LKW kennt. Es gibt auch spezielle Solarakkus, die sind ein bisschen günstiger, müssen nicht so hohe Ströme schlagartig liefern wie im Auto. Beim Auto, wenn ich anlasse, kommen da unglaubliche Ströme, weil der ganze Motor angetrieben werden muss, muss der Solarakku alles nicht können. Der soll die Energie möglichst lang halten. Ich kann die Speicherkapazität erhöhen, indem ich mehrere dieser Batterien oder Akkus parallel schalte. Ich kann die Spannung erhöhen, wenn ich mehr als 12 Volt, nämlich 24 Volt oder 36 Volt haben möchte, indem ich die Akkus hintereinander schalte. Solarpanel, Fertigpanel sind die Regel, die sind komplett gekapselt, sind Platten, wie man sie häufig schon gesehen hat. Die werden nach Leistung angeboten. Übliche Leistungen für so Solarinselanlagen sind zwischen 80 und 200 Watt pro Modul, gibt bis zu 350 Watt, die sind aber schon wieder extrem teuer. Auch diese Module kann man zusammenschalten, auch wieder hintereinander schalten oder parallel schalten. Die Anschlüsse für diese Panels sind, weil die draußen sind, die Panels, sie brauchen ja Sonnenlicht, müssen wasserdicht sein, deswegen nimmt man die MC4-Stecker. Zeige ich noch. Die sind wasserdicht, sind hochstromfähig und können sich auch nicht einfach lösen, weil sie verriegelt sind. Für das Solarpanel auch wichtig ist die Befestigung. Wenn die auf dem Dach sind oder irgendwo draußen sind, Windlast zerrt ziemlich an diesen großen Flächen. Jeder, der schon mal irgendwie hat Drachen steigen lassen oder sowas, ein Drachen in so einem halben Quadratmeter Größe, der kann da schon ganz schön heftig an der entsprechenden Befestigung ziehen. Das Solarpanel natürlich auch. Auf dem Solarpanel stehen verschiedene technische Daten, die wir für die Auswahl unseres Reglers brauchen. Zum Beispiel den Ladestrom. Der maximale Strom ist angegeben als Short Circuit Current oder Kurzschlussstrom. Wenn ich Panels parallel schalte, erhöht sich der Strom, er addiert sich. Das heißt, Panels parallel schalten, muss ich gucken, dass mein Regler den entsprechenden Strom dann auch verträgt, der dann aus den ganzen Panels rauskommt. Die nächste Angabe, die wichtig wäre, ist die Ladespannung.
die maximale Spannung, die das Panel abgeben kann. Das ist die Leerlaufspannung. Wenn ich Panels hintereinander schalte, seriell schalte, erhöht sich die Spannung, aber der Strom bleibt gleich. Beziehungsweise der maximale Strom ist der vom kleinsten Panel. Steht alles auf den entsprechenden Datenblättern oder Aufklebern auf dem Panel drauf. Wenn man die Dinge hat, kann man daran den Regler entsprechend auslegen oder umgekehrt die Panels kaufen, je nachdem, was man für einen Regler hat. Dann wollen wir noch, um den Regler auszuwählen, den Verbrauch wissen. Der Verbrauch steht auf den Geräten, Verpackungen drauf. Die Leistung, links haben wir eine LED-Birne mit 7 Watt Leistung, 12 Volt. Rechts ist eine LED-Glühbirne mit 9 Watt und 12 Volt. Hier haben wir wieder zwei Angaben, Watt und Volt. Daraus können wir den Strom dann ausrechnen. Rechts sehen wir einen Ausschnitt von einer Pumpe. Hier stehen die Amps, die Ampere schon direkt drauf. Auch hier wieder, wir haben 12 Volt und wir haben die Ampere. Wir können die Leistung ausrechnen. Das heißt, mit unserer kleinen Formel kriegen wir alles dann ausgerechnet, was wir wollen. Wenn wir die Verbraucher haben, können wir mal in der Tabelle erfassen, wie viel Strom haben wir denn, wie viel Leistung haben wir denn, wofür. Ich habe bei mir gerechnet 3 LED-Birnen, eine draußen, 2 drinnen, mit über den Daumen 7 Watt, macht zusammen 20 Watt. Der LTE-Router ist angegeben mit 9 Watt, dann ein bisschen IoT-Kamera, Raspberry, ähnliches, 15 Watt. Die Wasserpumpe mit ihren 5,5 Ampere kommt auf 66 Watt. Und für das elektrische Werkzeug brauche ich einen 230 Volt Wandler, damit ich eine Steckdose habe, für einen Schleifer oder ähnliches. Die können ganz schön ziehen. 600 Watt ist jetzt nicht übermäßig viel. Aus einer Steckdose, die ich hier im Haushalt habe, kann ich 3500 Watt ziehen, maximal. 600 Watt reicht für Schleifer, Bohrmaschine, klassische Arbeitsgeräte. Da kommen dann aufgrund der geringen Spannung dann aber sehr hohe Ströme von 50 Ampere zusammen. Das ist viel. Darauf muss ich dann auch entsprechend den Regler auslegen oder es anders regeln. Um den Batteriespeicher entsprechend auslegen zu können, habe ich für mich beschlossen, meine Batterie soll 24 Stunden Dauerbetrieb überbrücken können. 24 Stunden am Stück ist es eigentlich nie dunkel. Ein bisschen Licht kommt auch im Winter. Beleuchtung, IoT und LTE-Router sollen 24/7 durchlaufen können. Die Wasserpumpe, die bedient nur die Toilettenspülung, die läuft nur minutenweise. Die brauche ich in diese Speicherberechnung nicht mit reinnehmen. Das Werkzeug, der 230-Volt-Wandler, fällt auch raus aus meiner Speichernotwendigkeit, weil nutze ich nur sporadisch und dann auch nur bei schönem Wetter. Nur da bin ich im Garten und arbeite. Schönes Wetter heißt, es hat Sonne, es kommt Strom vom Panel, brauche ich keinen Speicher für. Das heißt, aus der vorigen Tabelle komme ich dann zusammengezählt auf 3,6 Ampere, 24 Stunden Brückungszeit. Das heißt, ich brauche eine Kapazität, das sind jetzt die Ampere-Stunden, von 86,4 Ampere-Stunden ungefähr. Wie lange hält die Batterie, kann ich entsprechend aus den Ampere-Stunden ablesen. Auf den Batterien oder Bleiakkus steht immer drauf 12 Volt 100 Ampere-Stunden zum Beispiel. 100 Ampere-Stunden heißt, ich kann 100 Stunden lang 1 Ampere entnehmen oder 10 Stunden lang 10 Ampere. Stimmt nur näherungsweise, wenn ich mehr Strom entnehme, entlädt sich die Batterie ein bisschen schneller, die Kapazität ist geringer, wenn ich hohe Ströme entnehme, aber näherungsweise passt es dann. Das heißt, mit meinen 86 Ampere-Stunden, die ich als Speicher möchte, komme ich dann entsprechend auf so eine Batterie. Jetzt wissen wir, was wir brauchen. Wir brauchen Laderegler, Panel, Batterie und Verbraucher. Was habe ich für meine Anlage ausgewählt? Was für Teile? Meine konkrete Anforderung war, ich möchte den Laderegler mit MPPT-Technik. Weil effizienter, weil Datenschnittstelle,
als ITler Daten sind immer gut, kann man gucken, wie war der Sonnenstand, wie viel Strom haben wir geerntet und ähnliches. Die Systemspannung war mit 12 Volt auch klar, weil meine Verbraucher alle 12 Volt haben. Der Entnahmestrom, hier muss ich jetzt wirklich an das Maximum denken. Der Regler muss es verkraften, dass alle Lampen an sind, dass der Router läuft und dass die Klospülung gerade läuft. Entnahmestrom komme ich auf 8,6 Ampere. Das Werkzeug mit 50 Ampere, also diesen 230 Volt Wandler, schließe ich direkt an die Batterie an, sonst würde der Regler zu teuer. Die Nutzung eines vorhandenen Panels, ich kam günstig gratis an ein Panel, das leicht gebraucht war, aber noch vollkommen in Ordnung. Und von der alten Anlage gab es noch eine vorhandene Batterie mit Aufschrift 100 Amperestunden. Wie gut sie war, konnte, wollte ich jetzt nicht erstmal prüfen. Das sind die Dinge, die ich da entsprechend benutzt habe. Herzstück Laderegler. Für meine Anforderungen habe ich zusammengefasst aus den entsprechenden Daten von dem Panel. 5,14 Ampere kann das Panel maximal liefern mit 21,6 Volt maximale Spannung und 8,6 Ampere Entnahmestrom. Außerdem wollte ich eine Datenschnittstelle und wollte ein möglichst günstiges Gerät, weil sparen ist immer gut. Ich habe mich für das Modell Renogy Rover LI20 entschieden, hat 20 Ampere Ladestrom, 20 Ampere Entnahmestrom. Das heißt, hier habe ich noch Luft. Genauso mit der Ladespannung von maximal 100 Volt sollte ich noch mehr Panels brauchen, anschließen wollen, die Anlage erweitern wollen. Hat eine RS-232 Schnittstelle, mit der ich Daten abgreifen kann und ist mit 65 Euro relativ günstig. Andere Anbieter, Hauptkonkurrent, wie auch immer man Mitbewerber sagen möchte, wäre Victron zum Beispiel. Wird auch häufig empfohlen in Foren als Laderegler mit MPPT-Technik. Die haben kein Display von Haus aus, haben keine Tasten von Haus aus und sind mit Preisen ab 100 Euro in ähnlichen Leistungsgeschichten deutlich teurer. Deswegen habe ich mich für die Renogy entschieden. Victron ist qualitativ scheinbar noch besser und schöner und überhaupt. Fiel für mich aber einfach raus, weil die Bedienbarkeit über Tasten und Display einfach gegeben sein sollte. Das Solarpanel, wie gesagt, war vorhanden. Die Eckdaten des Panels 80 Watt, 5,14 Ampere, 21,6 Volt. Man kann Solarpanels einfach bei Amazon zum Beispiel bestellen oder gucken, ob irgendwo welche von einer abgebauten Solaranlage übrig sind. Einfach gucken, dass diese entsprechenden Angaben dann zum Laderegler passen. Diese Renogy-Regler gibt es, das Modell 20 ist für 20 Ampere ausgelegt, gibt es auch in 40, 60, 100 Ampere und entsprechend dann mehr Leistung und teurer. Brauche ich für meinen Anwendungszweck nicht. Die Befestigung für dieses Panel, es gab schon eine alte Anlage, die Befestigung selber am Haus war stabil. Ich konnte mich dranhängen und als Nicht-Leichtgewicht hat es mich gut ausgehalten. Das alte Panel war aber deutlich kleiner. Das heißt, ich musste eine Halterung bauen aus Edelstahlschiene, Gewindestange und ähnliches, damit das größere Panel drauf Platz findet. Auch hier mit entsprechenden Durchmessern arbeiten, gucken, dass es richtig stabil ist und gut ist. Und dann kann man das einfach so am Haus befestigen. Die Befestigung selber ist ein bisschen ungewöhnlich an der Giebelseite, aber das ist eben die Südseite. Je besser das Panel in Richtung Süden ausgerichtet ist und auch entsprechend geneigt ist, umso besser ist dann nachher die Ausbeute, weil das Licht soll möglichst senkrecht auf das Panel auftreffen, um möglichst viel Energie ernten zu können. Für den Batteriespeicher. Es gab eine ältere Batterie mit 100 Amperestunden. Ich habe dann noch eine zweite, ebenfalls 100 Amperestunden Batterie parallel dazu geschaltet, weil, wie sich dann herausgestellt hat, man soll die Batterien nur zu 50% des Nominalwerts nutzen.
Das heißt, auf der Batterie steht zwar 100 Amperestunden Kapazität drauf, wenn man die aber vollkommen ausnutzt, ist die Batterie so tief entladen, dass sie kaputt geht. Deswegen soll man aus einer 100 Amperestunden Batterie nur 50 rausnehmen. Also habe ich da einfach eine zweite dazu gemacht. 200 Amperestunden nominal, 100 nutzbar, passt perfekt für meine Bedürfnisse. Wichtig ist, wenn ich mehrere Batterien nutze, dass alle denselben Bautyp haben. Es gibt Batterien als Nassbatterien, als Gelbatterien, als versiegelte Batterien, als ganz verschiedene Bautypen. Der Laderegler kümmert sich um die Pflege der Batterie. Dazu müssen die Batterien vom selben Typ sein. Eine Gelbatterie braucht eine andere Ladekurve und Pflegekurve als die Nassbatterie zum Beispiel. Deswegen darf ich die Bautypen nicht mischen. Da muss man drauf gucken. Sieht ein bisschen wild aus. Das ist ein abgeschlossener Kasten. Der hat auch eine Zwangsentlüftung, wie man hier sieht. Beim Laden von Nassbatterien kann sich Wasserstoffgas bilden, weil Elektrolyse und überhaupt sowieso. Deswegen soll da eine Zwangsbelüftung dran, damit da diese Dinge nicht zu irgendwelchen blöden Unfällen führen. Der LTE-Router, den ich verwendet habe, war günstiges TP-Link-Modell mit einer Discount-Karte, 2 GB für 4 Wochen. Reicht für meine Zwecke momentan vollkommen aus, kann ich jederzeit erhöhen. Auf dem Router steht drauf 9 Volt. Ich habe ihn mal an 12 Volt angeschlossen, er ist nicht in Flammen aufgegangen, hat funktioniert. Es gibt auch entsprechend dann Foren, in denen man das nachlesen kann, welche vertragen das. Das liegt dann einfach daran, der hat zwar 9 Volt draufstehen, hat intern aber noch Spannungswandler, weil die Elektronik, die da drin funktioniert, läuft in aller Regel mit 5 Volt oder 3,3 Volt. Der hat also nochmal einen Spannungswandler innen drin eingebaut. Deswegen kommt er auch mit 12 statt 9 Volt aus, weil er transformiert es ja sowieso nochmal runter. Diese Renogy-Regler haben eine RS-232-Schnittstelle. Dafür habe ich ein ganz tolles Teil gefunden, die RNG-Bridge von Envy. Den schließe ich per RS-232 an den Regler an. Über einen ESP und WLAN schickt der die Daten des Reglers über MQTT an meinen Heimserver. Da kann ich das sammeln. Da kriege ich dann Ladespannung, Panelspannung, Strom, wie viel Strom, welche Temperatur hat der Regler, welche Temperatur hat die Batterie. Alles Mögliche kann ich da auslesen. Dieses Gerät ist speziell für Renogy-Regler, nicht für andere Anbieter. Und ich muss sagen, ich habe anfangs einen Haufen dumme Fragen gestellt an den Hersteller über den Discord-Support. Das ist auch ein Maker, Einzelkämpfer, wie auch immer, keine große Firma. Immer freundlich beantwortet. Absolut empfehlenswert. Wer selber an den Renogy-Regler dran möchte mit dem RS-232, kann das natürlich auch gern tun. Und wen es nicht interessiert, der lässt es halt. Das ist keine Pflicht. Und dann haben wir noch den 230-Volt-Wandler. Auch hier Solartronics Modell FS600D. Die Dauerleistung sind 600 Watt. Das ist das, was ich für mich brauche für meine Elektrowerkzeuge. Er verkraftet auch kurze Spitzenentnahmen bis 1200 Watt. Was mir persönlich wichtig war, dass er eine reine Sinuswelle statt einer modifizierter Sinuswelle hat. Der Gleichstrom hat erstmal keine Welle, weil gleichförmig. Die 230 Volt sind mit 50 Hertz. Sinuswelle hat man alles schon mal gesehen. Es gibt dann die modifizierte Sinuswelle, das heißt, dass da einfach in Stufen gearbeitet wird. Ist einfacher zum Schalten, einfachere Technik, hat aber den charmanten Nachteil, wenn ich an dieses Gerät Schaltnetzteile zum Beispiel anschließe, um sie mit 230 Volt zu versorgen, Laptop, Handy, Ladegeräte, ähnliches, können die bei diesen Stufensinus, bei dem modifizierten Sinus, kaputt gehen. Weil es da zu Spannungsspitzen kommt und da Dinge kaputt gehen intern. Deswegen habe ich mir eins rausgesucht für eine reine Sinuswelle. Ich weiß gerade nicht, was ich da an
Geräten anschließen will, ob die elektronische Schaltnetzteile haben oder nicht. Aber haben ist besser als brauchen. Diese ganzen Inverter, wie man diese 230-Volt-Wandler auch nennt, die ganzen Wandler, haben einen sehr hohen Eigenverbrauch auch im Leerlauf. Das heißt, allein wenn sie an sind, brauchen sie etwa 6 Watt. Das ist so viel wie eine komplette Glühbirne. Deswegen sollte man diese auch nicht dauerhaft angeschaltet lassen, sondern bei Bedarf zuschalten, abschalten, nur wenn ich brauche. Wichtig ist auch, die 1200 Watt maximale Spitzenleistung, die ich da entnehmen kann, ergibt eine Stromentnahme an der Batterie von bis zu 100 Ampere. 100 Ampere, das ist etwa 8-mal so viel, wie ich aus einer Haushaltssteckdose rausnehmen kann. Das heißt, ich brauche möglichst dicke Kabel und muss gucken, dass ich gute Übergangskontakte habe, damit wenig Strom verloren geht. Kommt auch noch. Weil das so viel Ampere sind, habe ich diesen Wandler direkt an die Batterie angeschlossen. Er hat einen eigenen Spannungswächter eingebaut, dieser Wandler, damit die Batterie nicht tief entladen wird und kaputt geht. Sollte ich doch mal so viel Strom brauchen oder so lang Strom brauchen, dass die Sonne vom Panel und Ähnliches nicht mehr reicht. Ankabel und Stecker. Für große Ströme und im Außenbereich, da wo Sonne hinkommt, sollte ich Solarkabel nehmen. Mindestens 6 Quadratmillimeter. Solarkabel sind UV-fest, sind wasserfest. Das heißt, da bröselt dann keine Isolierung ab oder Ähnliches. Die Steckverbinder, die ich hier für so hohe Ströme nehme, sind diese MC4. Da haben wir hier zerlegt mal ein Bild, das Weibchen und das Männchen. Ab dem Sicherungskasten in die einzelnen Verbraucher rein kann ich auch mit geringeren Kabelquerschnitten arbeiten, weil je dicker ein Kabel ist, umso mehr Kupfer ist drin, umso teurer wird es. Muss ich nicht überall haben, ist manchmal auch ein bisschen ungeschickt, weil es wird dann auch entsprechend störrischer und unflexibler. Wir haben hier einen Sicherungskasten verbaut. Der hat rechts und links die dicken Zuleitungen, Plus und Minus. Er hat an der Stelle 12 Abgänge, gibt es auch in kleinerer Version mit 6 Abgängen. Benutzt Kfz-Sicherungen, so Flachsicherungen, die man da einsetzen kann. Und zeigt an, wenn eine Sicherung durchgebrannt ist. Ich hatte keine durchgebrannte Sicherung und habe einfach die Sicherung gezogen. Deswegen leuchtet da gerade die Lampe. Somit kann ich ganz einfach feststellen, wenn irgendwo kein Licht ist, liegt es an der Sicherung oder an was anderem. Die entsprechenden Anschlüsse sollte man immer auch hier nicht einfach so das Kabel draufschrauben, sondern immer mit Kabelschuhen arbeiten oder mit Aderendhülsen, um den guten Kontakt zu gewährleisten. Das sind die Dinge, die ich bei mir gekauft und verbaut habe. Und wie mache ich das für die praktische Umsetzung? Welche Dinge muss ich beachten? Welches Werkzeug brauche ich? Für die elektrische Sicherheit. Der große Vorteil ist, wir arbeiten mit Sicherheitskleinspannung. Das heißt, wenn ich irgendwo dran lang, macht es nicht Aua. An der Steckdose macht es ziemlich böse Aua und ist auch gefährlich. Da wir hier aber nur mit 12 Volt arbeiten, die Sicherheitskleinspannung geht in den Gleichspannungsbereich bis 120 Volt. Da kann ich dran fassen, ohne dass ich irgendwas spüre oder Beeinträchtigungen habe oder Ähnliches. Aber geringe Spannung heißt hoher Strom, um dieselbe Leistung zu machen. Hohe Ströme sind nicht ganz einfach zu handeln. Man braucht gute Kontakte und große Querschnitte. Ihr merkt, ich wiederhole mich, ist wichtig. Wenn der Übergangswiderstand schlecht ist, schlechter Kontakt, dann gibt es da
sehr viel Spannungsabfall. Das ist nichts, was man mit dem Kirschhäufele auf, sondern Spannungsabfall wandelt sich in Wärme um. Zu viel Wärme ist blöd, weil zu viel Wärme macht Brand, Feuer, blöd. Zu dünne Leitungen sorgen auch für Leistungsverluste. Leistungsverlust ist auch blöd. Ich möchte die ganze Leistung von der Anlage möglichst nutzen und nicht irgendwo in warme Kabel, die in der Wand laufen, investieren. Deswegen große Querschnitte, muss jetzt nicht übermäßig groß werden. Auch wichtig ist, baut Sicherungen ein. Wenn es irgendwo zu einem Kurzschluss kommt, soll lieber die Sicherung fliegen, als dass die Leitung zur Sicherung wird und irgendwann dann nach 2 Stunden durchbrennt und die Hütte abbrennt. Es gibt für diese Sicherungen für die Kfz-Bereich, die gehen so bis 20 Ampere. Ich kann auch aus dem Kfz-HiFi-Bereich Hochstromsicherungen nehmen, die gehen dann bis 100 Ampere und noch höher. Das heißt, da muss ich dann so in der Größe Bombe verwenden und da in das Kabel reinmache, zum Beispiel Zuleitung zur Batterie oder Zuleitung von der Batterie zum Wandler, zu dem 32 Volt Wandler, der mit seinen 50 Ampere eben auch mehr nimmt, als dieses kleine Sicherungskästle verträgt. In aller Regel arbeitet man mit Litzen. Litze heißt, es ist ein Kabel mit vielen kleinen Drähteln. Die vielen kleinen Drähteln sind ganz nett, weil die machen das Kabel flexibel, kann ich gut verlegen, haben den Nachteil, wenn ich es irgendwo festschraube, können die sich aufspleißen. Die können, wenn ich sie festschraube, dafür sorgen, dass nicht alle von den Fädelchen an der Schraube sind, sondern wegzeigen. Das heißt, ich habe einen verringerten Querschnitt. Kleiner Querschnitt, blöd, Wärme, Verlust. Und wenn sie irgendwohin abstehen, können sie einen Kurzschluss verursachen. Auch blöd. Deswegen, wenn ich Litzen verarbeite, sollte ich gucken, dass ich immer mit Aderenthülsen arbeite. Diese Aderenthülsen sind im Prinzip einfache Metallröhrchen, die ich auf die Litze drauf mache und mit dieser Zange verpresse. Dann sind die beieinander. Röhrchen geht nicht mehr runter, können sich nicht aufspleißen. Alles gut. Zange mit entsprechenden Hülsen in verschiedenen Größen gibt es im Set für über den Daumen 25 Euro. Für hohe Ströme, für die Solarpanel anschließen. Die Panel bringen meistens schon MC4-Stecker mit. Und für den Anschluss an den Regler brauche ich dann das Gegenstück. Kann ich fertig kaufen oder selber die Kabel krimpen. Diese MC4-Stecker sind wasserdicht, kann ich also draußen lassen in der Witterung. Sind mechanisch verriegelt. Das heißt, ich brauche da wirklich eine Zange oder ein Werkzeug, um die Stecker dann wieder trennen zu können. Die können nicht von alleine durch Vibration oder Ähnliches auseinandergehen. Diese MC4-Stecker sind hochstromfähig. Es gibt für diese MC4-Stecker auch Y-Stücke, damit ich mehrere Panels verschalten kann, parallel, seriell, wie auch immer. Man kann diese Stecker selber krimpen, auch hier die Zange mit fertigen Steckern und einsetzen für etwa 30 Euro. Diese ganzen Werkzeuge sind jetzt keine Werkzeuge, die ich als Elektrofachbetrieb verwenden würde, um 100.000 Anlagen zu verkabeln. So stabil sind diese Zangen für 30 Euro jetzt nicht. Aber für die 10 oder 15 Stecker, die ich verbrauche, das ist schon viel. Da sind dann schon die, ups, ich habe es falsch gemacht und muss wieder abzwicken und so dabei. Für die paar Stecker reichen diese Zange vollkommen aus. Funktioniert hervorragend. Dann gehen wir in die Hütte, da müssen wir auch entsprechend den Strom verteilen. Thema Lüsterklemme. Lüsterklemmen sind veraltet, die Belastbarkeit ist ganz schlecht. Viele Lüsterklemmen vertragen, also Lüsterklemme, wenn jemand nicht weiß, wovon ich rede, das sind diese Dinger hier.
Weg mit. Mehr als zwei Kabel reinzuwurgeln ist schwierig. Das heißt, Abzweige von irgendwas kriege ich schlecht hin. Wenn ich eine Litze habe und so eine Lüsterklemme, habe ich auch wieder das Problem, die Schraube drückt auf das Kabel drauf, die einzelnen Fasern weichen aus und ich habe schlechten Kontakt. Und es kann auch passieren, dass anfangs guter Kontakt da ist, aber durch Alterung, Vibration, Ähnliches weichen sie erst nach langer Zeit aus. Die Schraube wird lose, lose Schraube, schlechter Kontakt, hoher Übergangswiderstand, Wärme, Feuer, blöd. Das heißt, wenn ich eine Litze in einer Lüsterklemme verarbeiten möchte, immer eine Aderendhülse verwenden. Die Lösung für dieses Problem sind die Vago-Klemmen. Die Vago-Klemmen sind der heiße Scheiß. Ich liebe sie ganz arg. Das sind Kipphebelklemmen. Das heißt, ich mache den Orangen hoch, steck's rein, Hebel runter, hält sicher. Ich darf da die Litze pur verwenden, braucht keine Aderendhülse. Wenn ich möchte, darf ich sie trotzdem verwenden. Ich kann starre Drähte verwenden. Ich kann dünne Drähte von 0,14 mm Quadrat bis 4 mm Quadrat verwenden. Das heißt, ich kann ganz dünne und ganz dicke Drähtchen miteinander verbinden. Und diese Vago-Klemmen haben eine Strombelastbarkeit von über 30 Ampere. Die Lüsterklemmen sind so in der Regel bei 10 Ampere. Die Vago-Klemmen einfach zu verarbeiten, halten sicher und dadurch, dass über eine Feder konstant Druck ausgeübt wird auf den Draht, selbst wenn die Litzendrähtchen ausweichen würden, die Feder drückt nach und sorgt für guten Kontakt weiterhin. Die Vagos sind ein bisschen teurer als Lüsterklemmen, aber absolut top. Da war eine Frage? Sie dürfen keine verlöteten Kabel nehmen. Sehr guter Einwand. Niemals nicht Kabel oder Litzen verlöten. Weder in der Lüsterklemme noch in der Vago-Klemme, weil Lot weicht aus. Lot ist schwerflüssig. Das heißt, es ist zwar verlötet und die Litze ist zusammen, aber es ist plastisch, es lässt sich verformen durch Druck. Wenn ich jetzt schraube, ist die Schraube fest, aber über die Zeit weicht das Lot auch aus, Schraube wird lose, altes Problem, schlechter Kontakt. Bei den Vago-Klemmen wäre es jetzt nicht schlimm, weil die ja auch draufdrücken, aber man verlötet keine Litzen. Löten mache ich, wenn ich irgendwas in die Platine reinmache, aber nicht für irgendwelche Klemmen. Macht man nie, gar nie nicht. Wenn man das irgendwo sieht, abzwicke, abisoliere, neu mache. Thema Querschnitte. Jetzt kriege ich bestimmt von irgendwelchen Elektriker Haue. Alle Leitungen zum Laderegler, vom Panel zur Batterie, zum Sicherungskasten, mindestens 6 Quadratmillimeter. Es gibt Kabel in allen möglichen Varianten. 6 Quadratmillimeter ist ein guter Wert. Als grober Daumenwert für kurze Strecken gilt, ich kriege pro Quadratmillimeter ungefähr 10 Ampere drüber. Ganz grober Daumenwert. Wenn die Strecke länger ist, sind die Verluste länger, muss ich dickeres Kabel nehmen, gilt dieser Daumenwert nicht mehr. Aber um mal einfach abschätzen zu können, wie viel brauche ich. Ich habe einen Verbraucher mit 120 Watt. 120 Watt, 12 Volt, 10 Ampere. Habe ich jetzt mal ganz geschwind im Kopf ausgerechnet. 10 Ampere brauche ich mindestens 1 Quadratmillimeter Durchmesser oder Querschnitt. Je mehr Querschnitt ich habe, umso besser, umso teurer wird aber auch das Kabel. Unter diesen Daumenwert darf ich auf gar keinen Fall gehen. Da wird es dann blöd. Es gibt da Tabellen, wo noch die Umgebungstemperatur ist und wie ist das Kabel verbaut, in der Wand oder in der Luft hängend, wie gut kann die Wärme von dem Kabel weg und hin und her. Und kann man alles nachlesen. Als grobe Einordnung
kann man das als Daumenwert mal ranziehen und dann im Zweifelsfall eine Stufe höher gehen. Übliche Stufenwerte sind 0,75, 1, 1,5, 2,5, 4, 6, 10. Das sind so übliche Stufen. Aber wenn man sich da ausgerechnet hat, ich brauche 7,5 Quadratmillimeter und das gibt es nicht, immer das Höhere nehmen. So, was muss ich beachten, wenn ich den Laderegler anschließe? Laderegler anschließen heißt, immer die Batterie als erstes anschließen. Die Batterie ist zumindest mal teilgeladen, sonst ist sie kaputt, und kann den Laderegler und die Elektronik da drin, wir erinnern uns, Mikrocontroller, MPPT und so weiter, kann schon mal den Laderegler mit Strom versorgen, dass der vorbereitet ist auf alles, was dann kommt. Dann kann ich Panel anschließen, Verbraucher anschließen und ähnliches. Umgekehrt gilt, wenn ich die Anlage demontiere, die Batterie immer zuletzt trennen. Also erst das Panel weg, dann die Verbraucher weg oder erst die Verbraucher und dann das Panel. Die Batterie kommt immer zuletzt weg. Und wenn ich das Panel anschließe, sollte ich das Panel abdecken. Einfach eine Decke drüber schmeißen oder irgendwas. Warum? Wenn ich anschließe oder trenne und da knallt gerade voll die Sonne drauf, hat das Panel die komplette Leistung. Das heißt, es fließen dann hohe Ströme. Und hohe Ströme trennen oder verbinden kann für Lichtbogen sorgen. Lichtbogen macht Aua, obwohl es nur 12 Volt sind oder 20 Volt im Leerlaufspannungsfall. Lichtbogen macht trotzdem Aua. Deswegen hingehen, Solarpanel abdecken. Dann kann die Sonne keinen Strom mehr erzeugen und ich kann das Panel gefahrlos anschließen, trennen, drauf gucken. Und auch wichtig, die Verbraucher immer absichern über eine Sicherung. Immer eine Sicherung verbauen, lieber eine Sicherung zu viel als eine Sicherung zu wenig. Und die Sicherung sollte auch zum Verbraucher passen. Über die Formeln kann ich ausrechnen, wie viele Ampere zieht meine Glühbirne oder mein Router oder was auch immer. Wenn ich auf 3,5 Ampere komme, gibt es natürlich jetzt nicht gerade zufällig die 3,5 Ampere Sicherung. Dann gehe ich eine Stufe höher, die nächste wäre dann die 5 Ampere Sicherung. Das heißt, ich kann meinen Verbraucher noch sicher versorgen, er kriegt sicher Strom. Sollte es zu einem Kurzschluss kommen, fließen ruckzuck 100 Ampere oder mehr. Das heißt, die Sicherung brennt sofort durch. Was ich nicht machen sollte, ist einfach die größte Sicherung reinballern. Wenn da normalerweise von dem Verbraucher nur 3 Ampere verbraucht werden sollen und ich baue eine 5er rein, Sicherung fliegt, bringt es relativ wenig, wenn ich als nächstes die 10er Sicherung und dann die 20er Sicherung und dann die 30er Sicherung reinmache. Es kann sein, dass das Gerät dann eine Weile läuft. Das heißt aber auch, der Strom geht irgendwo anders hin, wo er nicht soll. Entweder ist das Gerät kaputt, hat internen Kurzschluss, oder der Strom geht woanders lang und nicht durch das Gerät. Aber die Ampere fließen und verursachen Wärme. Wärme, blöd. Wenn die Wärme in dem Gerät passiert, geht das Gerät in Flamme auf. Noch schlimmer ist, wenn das Kabel irgendwo einen Kurzschluss hat, Kontakt hat auf irgendwas, jemand hat es angebaut, angenagelt oder was auch immer das Kabel. Wenn der Strom da durchgeht, dann geht das Kabel in Flamme auf und der ist dann häufig irgendwo in der Wand drin. Man merkt es nicht gleich. Nicht gut. Deswegen immer absichern, sinnvoll absichern, nicht zu hoch gehen. Aber es macht natürlich auch keinen Sinn, wenn der Verbraucher 3,5 Ampere braucht, eine 2 Ampere Sicherung zu nehmen. Dann kriegt der Verbraucher nicht genug Strom, die Sicherung fliegt andauernd. Dann noch die Frage, darf ich das? Was ich da jetzt alles gemacht habe, darf ich das? Ich habe hier eine Inselanlage, das heißt, es gibt keine Verbindung zum öffentlichen Stromnetz.
Dem Energieversorger ist es dann ganz egal. Im Gegensatz dazu, die Balkonkraftwerke, die gerade ganz modern werden, oder Kleinkraftwerke, oder wie man es auch nennen möchte. Das heißt, ich stelle mir eine Solarplatte auf den Balkon, habe einen Stecker mit Schuko, stecke ihn in die Steckdose, hurra, Panel liefert Strom und ich kann da meine Stromrechnungen reduzieren. Da gehe ich ans öffentliche Stromnetz dran. Das interessiert das Energieversorgungsunternehmen sehr wohl. Genauer gesagt, der Netzbetreiber aber. Das heißt, muss ich anmelden und ähnliches, brauche eine WLAN-Steckdose, eine spezielle Steckdose, ganz viel Brimborium. Mit der Inselanlage habe ich das ganze Gefrett nicht. Das heißt, Energieversorger ist erstmal egal. Ich muss auch nicht irgendwas versteuern oder was sonst von PV-Anlage, Photovoltaikanlage, kriegt das Finanzamt davon Bescheid. Ich liefere ja keinen Strom an irgendjemand aus. Ich kaufe ja niemand den Strom. Ich nutze ihn ja selber. Was ich beachten muss, ist die sichere elektrische Ausführung. Ich wiederhole mich, guter Kontakt, große Querschnitte. Brand vermeiden. Was ich auch beachten muss, ist Solarpanel gut befestigen. Es ist schön, wenn ich eine tolle Anlage habe, aber wenn der erste Sturm kommt und dann das Panel im Nachbar auf den Kopf fällt oder irgendwas kaputt macht, ganz blöd. Haftung, mag die Versicherung dann nicht so. Da darf man dann selber zahlen. Und je nachdem, wo ich das entsprechend diese Inselanlage anbringe, muss ich den Eigentümer fragen, ob der damit einverstanden ist. Bei meiner Gartenhütte, ja. Wenn ich das aber jetzt zum Beispiel in meiner Wohnung aufbauen möchte, kann ich tun. Ich mache mir eine Inselanlage und mache mir eine 12-Volt-Versorgung in meinem Wohnzimmer oder in meinem Büro, weil es sich anbietet, und lade da mein Laptop und lade da mein Handy und keine Ahnung was. Kann ich tun, ist eine Inselanlage, solange die keine Verbindung zum öffentlichen Stromnetz hat, meine Sache. Aber Karlsruhe und so weiter, Denkmalschutz beachten, wenn ich da eine Solarplatte irgendwo dranhängen will oder auf den Balkon stelle oder was auch immer, kann der Denkmalschutz da vielleicht mal die Hand heben und sagen, blöd. Bei der Gartenhütte jetzt eher weniger. Die sind selten, Denkmalschutz. So. Ich habe alles erzählt, was ich erzählen wollte. Wenn ihr Werkzeuge selber ausprobieren wollt, sprecht mich an. Ich bin entweder im Heckcenter oder wahrscheinlich eher auf der Wiese draußen, bisschen luftiger. Ich habe das Werkzeug dabei, da könnt ihr selber mal einen MC4-Stecker krimpen oder eine Aderendhülse oder was auch immer. Aderendhülse wäre auch interessant, wenn jemand Interesse hätte, was er natürlich nicht darf, Lampe selber anschließen oder ähnliches, wo eine Litze dran ist. Höchst verboten, dürfen nur wie auch immer. Wenn man das mal ausprobieren möchte, sprecht mich einfach an, hab alles da. Und wenn ihr was nachlesen wollt, auf meiner Homepage habe ich noch Bilder, diesen Vortrag, eine E-Mail-Adresse gibt's, sprecht mich einfach an. Für mich wäre jetzt alles vorbei. Fragen und ähnliches stehe ich zur Verfügung. Vielen Dank. Vielen Dank, Markus. Und falls jemand Fragen hat, genau, gebe ich einfach das Mikrofon weiter. Also erstmal vielen Dank für den Vortrag. Einen wichtigen oder interessanten Aspekt hast du weggelassen, und zwar, was ist mit den Daten? Also da hätte mich interessiert, aus dem Laderegler zapfst du ja die Daten ab. Und ich meine, das bietet sich an für Visualisierung, um anzuschauen, was ist da passiert. Hast du da irgendwas zu berichten? Ja, habe ich mir selber was gebaut. Ich gucke gerade mal, ob ich das hier entsprechend kurz. Wo ist die Maus? Ja, hier. Ich gucke mal, ob ich da was zeigen kann. Hau ruck. In dem Fall. Schau mal hier. So. Ach nee, das ist jetzt der falsche. Entschuldigung.
Für meine Solarinsel in der Hütte, die für Teich ist geplant, sehe ich zum Beispiel den Ladestand minimal gesunken in den letzten 24 Stunden auf 83% Ladestand. Alle diese Werte hier sind live. Er zeigt mir auch irgendwelche Fehlercodes an, in welchem Charging-Mode er gerade ist und ähnliches. Die Panel-Spannung kann ich zum Beispiel angucken. Und hier habe ich dann jetzt auch eine Datenvisualisierung, aber alles selber gebaut. Da kommt der ITler in mir durch, ich programmiere PHP und so weiter. Das Ganze, also dieser Renogy RNG-Bridge-Regler, liefert MQTT-Daten. Das heißt, wenn jemand HomeKit oder ähnliches daheim hat, kann er angeben, mein HomeKit-Server, und kann da mit Dingen zugreifen, was auch immer HomeKit hergibt oder sein MQTT. Erstmal danke für deinen Talk, hat mir sehr gefallen. Danke. Ich hätte noch eine kleine Anmerkung an alle, die wirklich vorhaben, sowas vielleicht mal selber zu machen, als jemand, der das auch schon mal gebaut hat. Falls ihr die Sachen von Anfang an kaufen müsst, scheut nicht vor dem MPPT-Regler. Der mag zwar teurer sein, aber dafür könnt ihr zum Beispiel auch Solarpanels mit einer höheren Spannung verwenden, wie sie auch in großen Solaranlagen verwendet werden. Und die kriegt ihr oftmals zu absoluten Spottpreisen irgendwie auf eBay 2-3 Jahre gebraucht, vielleicht auch mal 5 Jahre gebraucht, weil die Jungs, die die Anlagen bauen, die nehmen die Förderung von der Regierung mit und nach 5 Jahren sind die Dinger abgeschrieben und dann verkaufen sie die. Ich habe damals meine Panels, ich glaube, ich habe für ein 100-Watt-Panel damals 5 Euro gezahlt pro Panel. Das trägt sich sehr schnell, der Regler. Und die Regler, die kommen halt auch mit 90 Volt wie oder 100 Volt, wie wir es jetzt gesehen haben, aus. Während ein normaler Regler meistens nur so mit 15 Volt auskommt, wenn er jetzt für 12 Volt gedacht ist oder mit irgendwie 28 Volt für ein 24 Volt System. Also das trägt sich tatsächlich da, in bessere Technik zu investieren. Kann ich nur unterstützen, diese Renogy-Regler. Der 20er ist der kleinste Regler, den es gibt. Und man sieht an den Daten, die ich für mein Panel brauche, er reicht vollkommen aus. Da kann ich die 4-fache Menge Panels dran schließen und noch mehr, wenn ich denn wollte. Es gibt auch noch viel größere. Weiterer Punkt, den ich persönlich noch wichtig finde, du hast gezeigt, dass du 2 Batterien zusammengeschlossen hast. Für alle, die das auch so versuchen wollen, mit Bleiakkus, die parallel zu schließen, ihr müsst 2 Bleiakkus nehmen, die beide absolut gleich sind. Das heißt, wenn ihr einen davon schon verwendet habt oder so, lasst es, weil dann nach 4-5 Jahren oder so kann es passieren, dass der eine dann halt leicht anders lädt und das ist ein System, das schwankt, wenn ihr kein Battery Management System dran packt und am Ende killt der eine Akku den anderen Akku, wenn sie nicht genau gleich sind. Also immer mit 2 wirklich gleichen Batterien starten bei sowas, falls ihr das vorhabt, parallel zu schließen. Ansonsten super Vortrag, hat Spaß gemacht, danke. Danke. Ich habe so 300 Watt Panels und habe einen Spannungswandler. Das kriegt man ja häufig im Set angeboten. Und was ich jetzt nicht verstehe, warum muss ich mir jetzt da noch Batterien und das Ganze drumherum kaufen? Und warum kann ich nicht an diesen Spannungswandler, beispielsweise wenn ich im Garten sitze, da eine Stereoanlage mit 20 Watt anschließen. Warum kann ich diesen Spannungswandler mit dem Spannungswandler nur in das öffentliche Netz reingehen, um Strom oder Spannung zu Energie speisen? Mhm. Warum kann ich das einspeisen, nicht mit meiner Stereoanlage oder mit sonst irgendwas? Ich habe 300 Watt, so eine Stereoanlage, die hat 30 Watt oder wie viel. Warum funktioniert das nicht? Oder gibt es da einen Trick, um das quasi doch hinzubringen? Ich will gar keine Batterie oder so irgendwie was. Das verbraucht alles nur, oder das verbraucht sich alles nur Strom, mhm, wenn ich im Garten sitze, erzeuge. Und vielen Dank für den Vortrag. Das, was du da jetzt erwähnst, das ist so ein Balkonkraftwerk, muss ich mit Stecker in die Steckdose machen. Dieser Spannungswandler funktioniert nur, solange auch Strom aus dem Netz kommt. Weil, sobald der Strom nicht mehr da ist, Sicherung ist geflogen oder ähnliches, stellt er die Arbeit sofort ein. Weil, wenn die Sicherung geflogen ist, weil irgendjemand blöd dran gelangt hat, ist es schön, wenn dann
von der NBW kein Strom mehr kommt, aber wenn der Spannungswandler trotzdem noch Strom liefern würde, wäre das blöd für den, der an der Leitung hängt. Deswegen sind diese Spannungswandler so gebaut, müssen so gebaut sein, dass sie nur dann Strom liefern, wenn auch schon Strom von der Steckdose kommt. Ich brauche eine Batterie, weil in aller Regel möchte ich dann den Strom verbrauchen, wenn gerade kein Sonne ist. Ich könnte, wenn ich so eine Insel mache, ohne Spannungswandler, sondern nur mit Laderegler, die Stereoanlage direkt an der Laderegler und nur das Panel ohne Batterie dazwischen, würde wahrscheinlich funktionieren, aber halt nur solange Sonne da ist. Ich möchte bei mir entsprechend den Strom auch nutzen, wenn jetzt gerade nicht Sonne scheint oder wenn es mal bewölkt ist oder eine Wolke durchzieht. Deswegen komme ich um Energiespeicher nicht rum. Energiespeicher, Batterie. Ich habe noch eine Frage zu der Anzahl der Solarzellen, weil Sie haben ja nur eine, da haben Sie einen Aspekt vielleicht dann auch nicht ganz so betrachtet. Wie schalte ich denn mehrere zusammen? Also, und die Frage dann auch noch, erkennt es der Laderegler automatisch? Ich kann ja drei in Reihe oder drei parallel schalten. Eine Schaltung begrenzt der Strom, bei der anderen Schaltung erhöht sich die Spannung. Muss ich dann den Laderegler kodieren oder erkennt er automatisch? Erkennt er automatisch, das heißt, ich könnte auch mal auf dem Dach spielen und die dann... Richtig. Okay, dann haben Sie schon meine Frage beantwortet. Ich muss nur gucken, dass ich weder die maximale Spannung noch den maximalen Strom überschreite, den der Laderegler verträgt. Das Management macht der Regler selber. In der Praxis ist es ja dann so, dass die Solarzelle, die beschattet wird, quasi den Strom dann limitiert, wenn sie in Reihe wäre. Richtig. Okay. Okay, noch jemand Fragen? Genau, du hast ja gesagt, du hast vorher eine alte Solarpanel gehabt. Wie hat sich da die Leistung entwickelt über die Zeit? Ist es irgendwie schlagartig dann runtergegangen oder eher linear? Also ich weiß es nicht. Ich habe den Schrebergarten geerbt mit dieser Anlage. Habe gemerkt, dass die Batterie über Tag nicht voll wird und habe dann das Pendel angeschaut und gemerkt, blöd. Außerdem wollte ich da Daten rausziehen, andere Laderegler, weil die Laderegler, ich habe dann anhand von der Aufschrift von diesem System gesehen, Inbetriebnahme August 1991. Und die entsprechende Ladeelektronik war keine Elektronik, sondern es war noch wirklich diskret auf Hartpapier und also sehr angejahrt. Und dann habe ich entschieden, ich mache neu. Noch eine Frage. Wie lange hält denn jetzt ein typisches 220 Volt Elektrogerät durch? Also können Sie mal ein Beispiel sagen? Eine halbe Stunde Staubsaugen, Viertelstunde bohren, 5 Stunden, das würde mich mal interessieren. Radio hören, also nur mal ein Gefühlswert, was Sie damit machen mit einem normalen 220-Volt-Gerät. An einem wohlgemerkt sonnigen Tag war ich draußen, habe den Tisch abgeschliffen mit einem Schleifer, der 250 Watt ziehen kann. Ja. Sprich, dieser Wandler ist unterfordert oder ist noch im Betriebsbereich. Ich habe 1,5 Stunden schleifen können und die Batterie ist abgesunken von 100% auf in dem Moment dann 86%. Es kam aber Strom vom Panel dazu. Aber 1,5 Stunden durchschleifen hat es locker gereicht und war dann auch innerhalb von 2 Stunden oder so wieder auf 100% Angabe vollgeladen danach. Das ist schon mal ein Fühlswert. Genau. Aber 2000 Watt Staubsauger. Dann brauche ich einen 2000 Watt Wandler, der die Dauerleistung liefern kann. Und der zwingt es dann natürlich schneller in die Knie. Okay, sieht so aus, als hätten wir keine weiteren Fragen. Dann nochmal vielen Dank an Markus.